heute habe ich euch den Frühling nochmal mitgebracht und ich sag euch mal, wie diese Outfit-Inspiration entstanden ist. Ich hatte nämlich diesen Stoff auf dem Tisch liegen und dieser stand davor und da dachte ich so, das passt ja nun mal zusammen. Das hier ist ein Sommersweat, also ein leichter Sweat mit einer nicht angerauten Innenseite. Schlingenbildung ist erkennbar. Und das hier ist der Feinstrick Angel, den wir ja in einigen schönen Farben haben. Und ja, dann stand ich da und habe gesagt, okay, ich habe ein Sommersweat und ich habe einen Strick. Wie kombiniere ich denn das zu einem Outfit? Was könnte das denn nun werden? Wann zieht man denn überhaupt mal einen Strick über ein Sweat? Und dann habe ich Petra gefragt. Also wir haben ja eine Mitarbeiterin, die hat den gleichen Namen wie ich. Und dann sagst du, Petra, was fällt dir denn dazu ein? Und sagt sie, du, ein Kleid und eine Strickjacke. Ich so, ja, mega. Mega, mega, mega. Also ich bin froh, dass ich sie gefragt habe, denn das ist dabei rausgekommen. Wir könnten uns vorstellen, dass du aus dem schönen Sommersweat dir zum Beispiel das Kleid Nike nähst. Ein Kleid, das man natürlich mit Kapuze oder aber auch mit Stehkragen machen kann oder aber auch kragenlos machen kann. Also das obliegt natürlich dann immer ganz, ne, demjenigen, der es nachher tragen möchte, wie er das am liebsten hat. Mag ja nicht jeder was am Hals haben. Und dann könntest du da zum Beispiel super gut eine kurze Strickjacke drüber tragen, wie zum Beispiel die Frau Lexi von Hedi näht und die dann aus dem Strick. Denn so schön es ja ist, Kleider zu tragen, wir haben ja leider nicht immer ein Kleidwetter. Und ich glaube, das versteht auch jeder nur, der eine Frostbeule ist, so wie ich. Also ich habe ja immer das Gefühl, egal was ich trage, ich möchte gerne rein theoretisch eine Strickjacke drüber ziehen. Übrigens muss ich gerade lachen. Laura hat nämlich genau das gerade getan, bevor wir angefangen haben, hat sie eine Strickjacke übergezogen. Also ich sehe auch gerade, ich bin auch gar nicht so ganz alleine mit. Ich finde das sehr, sehr gut und sehr beruhigend. So könntet ihr das kombinieren. Dazu vielleicht einfach bei dem Wetter jetzt gerade eine Leggings tragen. Man kann ja wirklich hier so einen Sandton oder was nehmen, eine Leggings dazu, Stiefel an, fertig. Ich fände das ist ein tolles Frühlingsoutfit für den Frühlingstypen. Und vielleicht findest du das auch. Vielleicht magst du aber auch nur einen der beiden Stoffe und überlegst dir daraus was zu nähen. Auch das kann man ja natürlich machen. So, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Locken wir mal den Frühling. Bis dahin.